Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, auch wenn ich selber gerade zu der Aufnahme noch in 2020 bin, aber ich weiß, dass es am 2. Januar rauskommt. Deswegen hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Und wir sind natürlich hier bei Melody und die ist gerade dabei, hier etwas zu kaufen, damit sie das nachher in der Stadtdingens hier bekommt. Denn das ist ja mal sehr easy zu lösen. Und ja, das ist ja ganz in der Nähe von uns und da kann man sich das schon mal gönnen, wa? Ich habe die Nacht durchgespielt, denn ja, es ist halt nichts passiert. Und ja, da kann man sich auch schon mal dann einfach darum kümmern, dass ich das halt mal nicht aufnehme, weil, keine Ahnung, ist halt dann auch erst recht nicht spannend so. Die schaffen das jetzt alle nicht mehr, bevor sie zur Schule gehen, ihre Fähigkeit hochzubekommen. Das heißt, die gammeln das ganze Wochenende hier nur rum. Ach, das wird ja lustig. Die gehen jetzt halt zur Schule, aber letztendlich, ja, bringt es halt nicht so viel, ne? Hier, wir kommen bei unser Kind. Wow! Also, die Kids sind da und ja, die können sich dann erstmal um sich kümmern und dann halt um ihre Fähigkeiten. I guess, schauen wir mal, ob wir ihm mal ein neues Bestreben geben können. Was wir halt auch so durchziehen können. I don't know. Landschaftsgestaltung im Wert von 5000 Simoleons kaufen. Das kriegen wir hin. Was man hier nicht alles tut, ne? Lol, wo ist unser Müllcontainer hin? Hä? Das ist irgendwie weird. Tada! Ein Haus im Wert von 200.000 haben. Naja, das werden wir, wenn wir umziehen. Deswegen muss ich hier jetzt nochmal was Neues aussuchen. Ich nehme jetzt erstmal das Angler-Ass. Weil, naja, ab und zu setzt er sich ja noch da dran. Oh, das Licht da fest. Irgendwann werde ich das noch richtig erkunden. Vielleicht, wenn wir da wohnen, ist es dann vielleicht schon besser. Ich habe jetzt Folge 100, ist es noch ein bisschen. Aber so lange ist es dann auch wieder nicht mehr. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Oh, der Zukunftswürfel. Hardcore. Ich glaube, den habe ich noch nie gefischt. So, Kiddo hat Spaß und turnt mitten in der Nacht im Kugelbad rum. Läuft! Die Wehen! Oh Gott! Yay! New Children! Nice! Bitte im Krankenhaus ein Baby bekommen, ja? Bitte. Auf 67 werden wir bestimmt ansteigen. Also, ja. Mehr können wir nicht kriegen und weniger wäre ein bisschen traurig. Hello! Jetzt ist wieder er hier. Stricken beibringen. Läuft. So, also, sie meldet sich an. Er rastet jedes Mal aus, ne? Können wir ihm nicht irgendwann mal sagen, so, ey, Junge, ich will wirklich nichts mehr mit dir zu tun haben? Eigentlich haben wir denen schon gesagt, dass wir nur noch Freunde sein wollen, so. I don't know, das ist sehr, sehr komisch. Vielleicht schreien wir ihn einfach mal ein bisschen an. Weil er ist weird. Beurteile Aditya. Ja, wir sind jetzt einfach richtig gemein zu ihm. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Ah. Manchmal muss es einfach sein. Hier möchte ich Techniken kritisieren. Und dann zeige ich ihm noch die kalte Schulter. Mehr muss das ja auch schon nicht sein, aber Hauptsache er freut sich nicht jedes Mal und denkt sich so, oh mein Gott, schon wieder ein Kind von meiner Frau, die eigentlich gar nicht meine Frau ist. Ah, oh, wir haben eine neue Ärztin. Salma Al-Fassi. Wir hassen die. Cool. Läuft. Er ist trotzdem noch so, obwohl wir vorher gestritten haben. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Es ist nicht dein Kind. Wir haben zuletzt vor Millionen Jahren miteinander was gehabt. Wir nennen... Oh, Adam. Yes. Wir kriegen doch nicht nur ein Kind, oder? Oh mein Gott, wir haben nur ein Baby bekommen. Auf 67 werden wir bestimmt ansteigen. Also, ja. Mehr können wir nicht kriegen und weniger ein bisschen traurig. Dann sind wir jetzt doch erst bei 66 nur. Oh Mann. Ein Baby ist halt echt nichts, ey. Boah. 2, 4, 6, 7, ja. Es hätte noch eins reingepasst eigentlich, aber der Bauch von Melody dachte sich auch nur so, nö. Und ja, das Ding ist, die drei sind jetzt ja noch eine Weile da. Das heißt, ich muss jetzt erstmal abwarten, bis die übers Wochenende dann weg sind, damit ich ein neues Kind zeugen kann. Weil ich werde zumindest die Möglichkeit haben, dass ich mehr als ein Kind bekommen kann auf einmal. Weil so ist es halt ein bisschen unnötig, finde ich. Ich meine, die super effiziente Babypflege ist dann natürlich noch besser, weil wir halt dann nicht so oft in der Nacht aufwachen und halt einfach alles nur einmal dann drücken müssen.
Aber sonst, ja. Also für den Counter ist es halt ein bisschen lame, ne? Die drei zocken jetzt erstmal gemeinsam, um ihre Fähigkeiten hochzukriegen. Weil diese Fähigkeit ist natürlich sehr, sehr einfach zu bekommen und so. Und die sind halt auch alle schon mindestens auf Level 2, deswegen. Easy going. Was soll ich dazu sagen? Ew! Ich lasse übrigens Adam am Montag altern, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe jetzt ja meinen neuen Kalender noch nicht fertig, deswegen habe ich die Seite für die Bibi-Challenge noch nicht offen. Und mein alter Kalender ist jetzt ein bisschen dumm dafür, weil wenn ihr das seht, dann ist es schon nicht mehr 2020. Also zwei von denen sind schon auf Level 3, das ist schon mal gut. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch Bee, aber Bee kümmert sich hier oben schon darum. Sie hat noch Level 3 erreicht, bevor sie schlafen geht. Wuhu, da fehlt ihr nur noch Fantasie. Sie ist super gut auf einem Weg. Und bei ihr sieht es auch ziemlich, ziemlich gut aus. Ich bin stolz auf euch. Sie hat auch Level 3 erreicht. Nice. Dann können die ja am Montag definitiv dann gealtert werden. Der Sonntag ist dann natürlich wieder unfassbar langweilig so. Aber ja, was soll's. Gut, ich habe keinen Plan, wie lang diese Folge ist und was hier irgendwie noch abgegangen ist und keine Ahnung. Also, ob es halt irgendwie was Interessantes jetzt wirklich gab. Also, geht so, ne? Also, ich meine, ein Kind zu bekommen ist halt jetzt nicht so krass. Und was sonst, weiß ich nicht. Also, die haben halt ein paar Fähigkeiten bekommen, aber das habt ihr ja gar nicht mal unbedingt alles mitbekommen, so. Weil ich das ja oft dann einfach rausschneide. Weil der Fähigkeitenaufbau an sich ist jetzt ja einfach nicht so spannend. Und das ist halt immer das, wo ich mir dann so denke, so. Keine Ahnung, ne? Also, ich weiß halt noch nicht so genau, wie ich das hier dann machen soll. Aber ja, wir kriegen das schon noch irgendwie hin, dass ich halt auch mal wieder ein bisschen was Interessanteres reinklatschen kann in diesen Alltag hier. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!